Hallo, da bin ich wieder. Guck mal, der macht komische Handbewegungen da in der Ecke. So, die Nuri ist im Boot. Dann wollen wir doch jetzt da noch mal hin, wa? Da muss es ja jetzt irgendwie weitergehen. Sieht man sie von hier aus? Eigentlich müsste sie doch da so irgendwo sitzen. Da so, oder? So. Da lang. Oh, stopp. Nein. Zu schnell. Nicht, ich habe noch eine andere Idee. Eine andere Ideal. Boah. Die ganzen Alkis hier. Sieht man keine. Wir müssten. Warum sind hier überhaupt nur so wenig Leute immer? Überall an so einer Ecke mal da einer und da einer. Überall sind Häuser, überall ist Licht, dann aber nur drei Leute auf der Straße. Naja. Hier wollten wir. Was wollte ich? Wollte ich. Los, wo ist die Grete? Ach komm, das muss da reingehen. Brauche ich noch. Wozu denn? Will er die Grete haben? Hier, die Fischgrete. Auch nicht. Da braucht er die Grete. Oder kann er noch irgendwas anderes? Ein Handtuch vielleicht, ja? Das auch nicht. Irgendwas ist doch. Natürlich nicht. Ach, hätte er klappt. Wozu? Keine Ahnung. Hätte er klappen können, vielleicht da. Kann er hier endlich mit den Hasen was anfangen? Wo ist dieser Hase? Das sind keine Skulpturen. Diese Tiere wurden versteinert. Ach, können wir hier. Warte mal. Nee, aber das wäre. Wozu denn? Ich weiß nicht, hätte er ja doch sein können. Endlich muss ich zum Feuer machen, keine Stöcke mehr drehen. Dann gehen wir mal doch da hin. Ich habe gedacht, da kann ich irgendwas machen. Was soll der Eimer und der Haken da? Verstehe ich nicht. So, jetzt gucken wir erstmal mal, ob Nuri. Ah, da sitzt sie im Boot. Sag mal, Nuri. Kann man ihr jetzt noch irgendwas anderes, irgendwelche anderen Fragen stellen? Nein, das will ich nicht. Bin Okay. gleich zurück. Okay. Dahin. Oh. Ja, mal Wann gucken. wird Harms Antwortbrief fertig sein? Kann ein Weib seine Hände zittern? Ja, ich weiß doch. Komm, wir gehen noch mal zu ihm gucken. Harm. Das ist doch ganz schön harmlos. Ehrenwerter Harm? Ja? Diese Aussage, wer stellt die her? Ein Aus. Na Verstehe. toll. Ruft nach mir. Wir geben ihn hier nochmal. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll. Okay. Ehrenwerter. Ja. Ach so. Oh. Ruft nach mir. Vielleicht können wir ihm so viel Lebertran geben, dass ihm schlecht wird. Euer Lebertran. Danke. Noch etwas Lebertran? Ja, was? So. Wo willst du hin? Natürlich. So, dann gehen wir erstmal hier raus.
Ne, ihr wisst, was ich vorhab, oder? Na, wo ist der Pfeil? Pfeil! Da. Zack. So, Kugel. Jetzt ist sie auf der Höhe. Wir ziehen das mal ganz hoch. Kann man nur jetzt. Gehen wir nochmal zu diesem Arm. Sein ganzer Nacken ist blutig geschabt. An seiner Stelle würde ich nicht ständig daran kratzen. Ah, vielleicht können wir ihm noch irgendwas anderes geben. Ich weiß es nicht. Feuer können wir hier. Das können wir Ihnen ja nichts geben, ne? Das Netz. Wozu? Ich weiß nicht. Mein Kopf ist. Wie komme ich da? Keine Ahnung. Dafür gibt es auch keine Zeit für sowas. So schwer kann Fische fangen nicht sein. Bestimmt leicht. Ach was. Zack. Nori angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Hinge der Schlüssel nicht an Harms geschundenem Hals. Ehrenwerter Harm? Ja? Ruft nach mir. Okay, dann muss ich jetzt nochmal. Nori anquatschen. Ja, irgendwie muss der die Kette ablegen, oder? Aber das wird er doch nicht tun. Sag mal, Nori. Okay. Bin gleich zurück. Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. Okay, na, das ist doch mal eine Ansage. Also nicht, dass mit dem Tod ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber... Nein, Quatsch. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, was wir jetzt hier drin vorfinden. Ach so. Ich glaube, ich muss... hier noch mal hoch vorher. So ist besser, ne? Genug frische Luft. Wenn du das sagst.
Ehrenwerter Harm? Ja? Ruft nach mir. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. An der Klappe hinterhältig. Harms größter Schatz ist im Bauch eines Wals versteckt. Das wissen wir ja jetzt auch schon, ne? Jetzt weiß ich trotzdem nicht weiter. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe gesehen zu haben. Vor der Hafentaverne grölen immer noch die betrunkenen Seefahrer. Dieser Harm muss reicher sein als der König. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Wo willst du hin? Natürlich. Kann man ihn so nicht... Aber so ist er nicht abgelenkt. Ah, vielleicht sollen wir... Geht nicht. Eigentlich wäre das doch schlau. Ich muss mich zusammenreißen. Warum denn? Ich muss... Dieser Fluch hat auch Grenzen. Ich muss mich zusammenreißen. Einen solchen Weltreisenden werden meine kümmerlichen Kräfte nicht beeindrucken. Einen solchen Weltreisenden werden meine kümmerlichen... Meine Magie ist zu schwach, um ein Schloss zu knacken. Habe ich alles schon versucht. Ja, blöd. Am besten störe ich ihn nicht weiter. Am besten störe ich. Am besten störe ich. Oh. Ich weiß nichts weiter. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Ah, Mann, ey, das ist doch... Das ist doch ärgerlich. Sie hat ja jetzt auf jeden Fall die Kette, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Fähigkeit heilen, diese Heilmachfähigkeit habe. Nee. Hier drin nicht. Ah. Lieber nicht. Pump. Oh. Ich will die aber, dass sie brennt. Ah. Hä? Nee. Aha.
Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Ah. Schönes Ding. Ehrenwerter Harm? Ja? Hat er was Neues? Nee, ne? Bestimmt nicht. Nein, ruf hat er nicht. Nach mir. Ach Mann. Es ist doch jetzt schon alles perfekt vorbereitet. Oh weia. Ah. Noch etwas Lebert. Ja, was soll's. Wo willst du hin? Gib mir den Lebertran. Natürlich. Oh weia, oh weia. Jetzt habe ich dieses Kästchen. Das machen wir mal lieber hier draußen auf. Besser nicht. Okay. Nee, okay. Entschuldigung, mein Fehler. Ich gehe ja schon wieder rein. Also hier im Zimmer können wir die Sachen nehmen. Komm, dann sagen, gehen wir nochmal jetzt hier hoch. Drehen das Rad nochmal hoch. Und dann lenken wir ihn ab. So muss das hier hin. So, da runter. So, Fenster ist auf. Holzkästchen geschnappt. Kerze geschnappt. Lebertran. Noch etwas? Ja, was soll's. Lebertran geschnappt. So. Jetzt gehen wir hier hin. Aber jetzt gucken wir da so. Ja, Leute. Unterm Kronleuchter sage ich bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.